Das Wichtigste, sagt er, ist natürlich erstmal, dass alle okay sind. Aber interessant ist natürlich auch, wir sehen ja nochmal die Wiederholung, dass die persönliche Wahrnehmung eines Rennfahrers und die Realität manchmal doch ein Stück differieren. Hier sehen wir es nochmal ganz klar, Massa hat da keine Aktien drin, sondern Wehrlein fährt auf die Bande. Und darauf dann noch rechts rüber überschlägt sich das Auto und trifft im Flug Massas Auto, aber das ist lange nachdem entsprechend irgendwas passiert ist. Er galt, das wurde ja gerade noch gefragt, als einer der Favoriten, war schnell im Training.